Zu einem Kellerbrand kam es gestern Abend gegen 21.30 Uhr an der Werdohler Straße. Im Keller eines Mehrfamilienhauses war aus unbekannter Ursache Unrat in Brand geraten. Schnell war der Hausflur so stark verqualmt, dass er nicht mehr zu betreten war. Dennoch versuchten einige Bewohner, durch das verrauchte Treppenhaus ins Freie zu gelangen. Im Haus verbliebene Bewohner wurden vom Korb der Drehleiter aus betreut. Verletzt wurde durch den Brand und durch die Rauchgase niemand. Nachdem das Gebäude quergelüftet wurde, konnten die Bewohner in ihre Wohnungen zurückkehren. Während der Löscharbeiten war die Werdohler Straße komplett gesperrt, was sich insbesondere für die Linienbusse als problematisch erwies. Wir befinden uns hier in der Werdohler Straße Nummer 42. Gemeldet wurde heute Abend ein Wohnungsbrand mit mehreren Personen in Gefahr. Insgesamt gesehen haben sich vor unser Eintreffen 7 Personen selber aus dem verrauchten Gebäude gerettet. Weitere 7 Personen sind in ihren unverrauchten Wohnungen verblieben. Ursache war Unrat im Keller, der dort gebrannt hat. Das Feuer wurde mit entsprechend einem C-Rohr bekämpft. Weitere Maßnahmen waren Entrauchen mittels Hochdruckbelüfter des Treppenraums und die Wohnungen sind alle wieder bewohnbar. Keine Person ist ernsthaft verletzt worden.